dem wir uns bald beschäftigt haben. Ich glaube, man geht immer einigermaßen offen mit Themen um und versucht, die dann zu bewerten. Und natürlich haben wir uns damit auseinandergesetzt, haben viel auch diskutiert und sind zur Überzeugung gekommen, dass Emi uns sehr helfen wird, weil er die Charakteristika, die wir suchen, in sich vereint. Er hat natürlich gewohnt oder hat gelernt, auch innerhalb einer Mannschaft von hinten heraus zu führen, kann einen guten Spieler öffnen, hat eine Autorität am Platz. Und ich glaube, das können wir in unserer Situation ganz gut gebrauchen. Und von daher haben wir das dann entschieden. Natürlich haben wir uns auch mit allen anderen Sachen auseinandergesetzt, aber auch natürlich hinterfragt. Und aber auch sehr, sehr viele gute Auskünfte von ihm bekommen, von ehemaligen Mitspielern oder von Weggefährten etc. Und in Abwägung aller dieser Dinge haben wir dann entschieden, ihn zu verpflichten. Sie sagen gerade Führungsqualitäten. Inwiefern ist das auch ein Leader, gerade in einer Mannschaft, die aktuell doch noch sehr jung ist? Ja, das wird sich natürlich herausstellen. Das ist eine andere Mannschaft jetzt für ihn wieder, aber er hat natürlich sehr, sehr viel Erfahrung. Und ich glaube, man muss ihn einfach erstmal ankommen lassen und sehen, was bei uns los ist, wie das bei uns läuft. Und dann wird er sich natürlich über die Trainingseinheiten und über die Spiele, aber auch über den täglichen Umgang mit der Mannschaft, natürlich wird er seine Rolle finden. Und ich denke, dass das ganz gut zu uns passt. Wie zufrieden sind Sie denn jetzt mit der Entwicklung des Kaders? Sie haben ja schon 3 neue Spieler hier dabei. Ist das schon das Ende oder neigt es sich zum Ende oder haben Sie noch viel Arbeit vor sich? Ja, man hat ja eigentlich immer Arbeit vor sich und das ist ja auch das Schöne in unserem Beruf, dass unglaubliche Dynamik drin ist und sich von heute auf morgen immer sehr viel verändern kann. Aber natürlich muss man auch gerüstet sein und wir haben gesagt, wir versuchen das Schritt für Schritt zu entwickeln. Wir haben unsere Situation auch offen dargelegt. Wir wollen nicht irgendwas sagen, was wir später nicht halten, beziehungsweise nicht irgendwas ankündigen, was dann nicht zustande kommt und wollen das versuchen, vernünftig aufzubauen. Ich glaube, wir liegen ganz gut im Zeitplan, aber natürlich wird sich auf dem Transfermarkt noch etwas bewegen und das werden wir beobachten und dann auch noch vielleicht den einen oder anderen Schritt tun. Spajic ist da. Was heißt das im Umkehrschluss für Jonathan Tah? Was machen Sie, wenn Leverkusen ein nettes Angebot in die Hansestadt schickt? Ja, also ein nettes Angebot wird nicht reichen, natürlich nicht. Wir schätzen Jonathan als sehr, sehr guten Spieler, als großes Talent. Er ist aktuell leider nicht bei uns, weil er bei U19 EM in Griechenland ist und wird dann in 2-3 Wochen wieder zu uns stoßen. Und ja, wir haben kein Angebot vorliegen, das uns in irgendeiner Art oder Weise darüber nachdenken lässt, Jonathan abzugeben. Das ist im Moment Fakt und wir wollen nur über das sprechen, was auch möglich ist. Würden Sie das kategorisch auch ablehnen, Jonathan abzugeben? Also man muss grundsätzlich sagen, dass es vermutlich in unserem Rahmen, dass es sich ganz wenigen Mannschaften erlauben können, dass ein Spieler unverkäuflich ist. Da müssen wir auch mal bei der Wahrheit und bei den Tatsachen bleiben. Das ist im Fußball so. Und das ist auch beim Hamburger Sportverein 2015 so. Ich glaube, das ist nichts Besonderes, aber das lässt natürlich klar eine weite Spannbreite zu, aber ich will es mir und auch unseren Club nicht zumuten, etwas zu sagen, was man dann am Schluss nicht halten kann. Von daher planen wir mit Jonathan natürlich. Wir brauchen eine gute Innenverteidigung und haben jetzt wirklich eine gute beieinander. Wir freuen uns, sie natürlich auch entwickeln zu können. Aber was am Ende passiert, das kann ich am Schluss auch nicht sagen. Wenn man sich mal bei den Fans umhört, sagen viele, Bruno Labbadia ist schon eine Legende, weil er in dieser schwierigen Situation den Verein gerettet hat. Inwiefern ist das jetzt auch für so einen Neustart in einer neu strukturierten Mannschaft ganz wichtig, dass dieser Trainer in so einer brenzlichen Situation so gut seinen Mann gestanden hat? Ja, Bruno hat das natürlich herausragend gemacht, von A bis Z. Also am ersten Tag
an dem er gekommen ist, bis zum letzten Tag der Entscheidung. Und im gleichen Maße ist er hier auch wieder eingestiegen in der Vorbereitung. Und wir sind natürlich sehr, sehr glücklich, einen Trainer, der so eine hohe Identifikation mit seinem Beruf und seinem Club hat, mit dem HSV hat, bei uns zu haben. Und das wird eine gute Basis sein, darauf aufzubauen. Wir wollen versuchen, natürlich den Schwung, die Energie und den Zusammenhalt der letzten Saison mit in die neue Saison zu nehmen. Und wir müssen einfach lernen, zusammenzustehen und das noch besser herauszubringen und zu entwickeln. Und wir haben keine einfache Situation. Wir kommen aus zwei Relegationen, rückblickend. Wir müssen einfach unsere Schlüsse daraus ziehen. Und wir haben gesehen, dass es gut funktionieren kann, wenn die Mannschaft zusammensteht, wenn der Club zusammensteht. Und wenn wir unsere Kräfte und unsere Energien bündeln. Das haben wir sehr, sehr gut gemacht in den letzten Wochen. Und das wollen wir natürlich auch in der neuen Saison tun. Deswegen muss man vielleicht auch neue Wege finden und schaffen. Wie weit sind Sie in den Gesprächen mit Klaus-Michael Kühne? Ja, wir sind immer im Gespräch mit Herrn Kühne. Er ist ein Gesellschafter unserer AG und von daher sind wir auch immer im Gespräch mit ihm. Aber da gibt es jetzt aktuell nichts Neues zu vermelden. Was sagt denn das Bauchgefühl? Kommt er nochmal, unterstützt er den Verein nochmal, dass man vielleicht auch mal einen größeren Transfer noch stemmen kann? Der Bauch kann nicht sprechen. Aber Sie haben ja ein Gefühl. Das Gefühl werde ich nicht äußern. Didi, wenn ich einmal noch nachfragen darf, einmal zu Emir. Er hat jetzt auch gesagt, jetzt im Moment möchte er sich erstmal nur kurz äußern. Ist das im Moment eure Philosophie oder warum ist es das, zu sagen, gut, wir wollen jetzt ihn erstmal ankommen lassen? Ja, ich finde, weil das einfach zur Situation passt und auch zu dem Weg, den wir gehen wollen. Wir wollen nicht zu viel ankündigen, sondern wir versuchen, Tatsachen sprechen zu lassen und Taten sprechen zu lassen. Das ist das wirkungsvollste und das beste Mittel. Ich glaube, das haben wir schon versucht. Ich glaube, dass das auch ein Leitsatz unserer Entwicklung sein muss. Dass wir natürlich gut kommunizieren, offen kommunizieren, aber auch ein Stück weit mit den Beinen auf dem Boden bleiben. Und in der Form haben wir das mit Emir besprochen. Und ich glaube, dass es für seinen Einstand sehr gut ist. Er hat Respekt gezollt den Journalisten und der Öffentlichkeit, indem er sich vorgestellt hat. Aber ich finde auch, dass es durchaus angemessen erscheint oder ist, wenn er erst Eindrücke vom HSV sammelt und dann in den nächsten Tagen oder nächsten Wochen dann auch sich mal dazu äußert. Dankeschön.